Ja, was soll ich euch sagen? Es hat sich noch ein Bündenredner angesagt. Reporter steht hier. Blöd, Bildreporter. Wollen wir ihn reinlassen? Herr Kapellmeister, ein Klatschmarsch. Für unseren Reporter. Tja, liebe Narren und Narrenlesen, kennen wir nicht alle diese reißerischen Überschriften, diese exakt recherchierten Stories? Was aber, wenn die EU demnächst beschließt, dass die Journalisten die Pflicht haben, wahrheitsgemäß zu berichten? Da! Was soll das geben? Heulen und Zähneklappern. Ich kann euch einmal darstellen, wie das aussehen wird. 1.4. Die EU beschließt die Pflicht aller Journalisten von Presse, Funk und Fernsehen, wahrheitsgemäß zu berichten. 2.4. Die Reporter der Bild-Zeitung in vorauseilendem Gehorsam veröffentlichen eine freiwillige Selbstverpflichtung. Wir schwören, beim Leben und bei dem unserer Kinder nur noch die Wahrheit zu schreiben, die reine Wahrheit und nichts als die Wahrheit, so wahr wir Gott helfen, wir sind Papst. Dritter, vierter. Die Reporter der Bild-Zeitung veröffentlicht zum ersten Mal eine Reportage über den absterbenden, verfaulenden Kapitalismus. Auf den ersten Blättern sieht man die Bilder von Marx und Engels, daneben die von Springer und Läufer. Sechster, vierter. Die Bild-Zeitung veröffentlicht einen Aufruf, einen nicht kriminierten Namen für ihr Blatt zu suchen und lobt dafür eine Preisliste von 150 Euro aus. Den ersten Preis erringt der Vorschlag Neues Deutschland. Erst nach umfangreichen Nachforschungen stellt sich heraus, es gibt bereits dieses Blatt. Deswegen wird der Vorschlag noch ein Stück hinten angeschoben. 10.4. Umfangreiche Veränderungen in der Redaktion. Chefredakteur wird Günter Schabowski. In Zukunft das tägliche Kreuzworträtsel übernimmt Günter Jauch. Die Kolumne Post von Wagner wird beibehalten. Er konnte glaubhaft nachweisen, dass er niemandem geschadet hat, da auch bisher niemand seine Blätter gelesen hat. Unter seinen Kollegen hat er sowieso den Spitznamen IM, inkompetenter Mitarbeiter. Aufgrund seiner Verdienste wird er gleichzeitig zum Gebrüder Grimm-Preis des deutschen Buchhandels bzw. vom Karl-Eduard von Schnitzler-Preis der deutschen Medienanstalten vorgeschlagen. 20.04. Aufgrund mangelnder Aufträge erscheint die Bild-Zeitung heute kurz stark verkürzt. Wir haben 2 Seiten Werbung und 4 Seiten Fernsehprogramm. 2 Tage später das gleiche noch einmal. 4 Seiten Werbung, aber 8 Seiten Fernsehprogramm. 20. Februar. Die Bild-Zeitung erscheint unter dem Hinweis, ob es nicht möglich wäre, das Programm umzustellen, beziehungsweise den Fokus der Bild-Zeitung auf das Format A4 zu reduzieren. 25.04. Der Durchbruch ist geschafft.
Die Jugendbrigade Johannes Heesters schafft es, dass in Zukunft die Bild-Zeitung unter dem Format A5 erscheint. Sie wird deswegen mit dem Titel Kollektiv der journalistischen Arbeit ausgezeichnet. Applaus 28.04. Unbeachtet von der Redaktion und von der Außenwelt spielen sich bisher entsetzliche Szenen in der Redaktion ab. Die anfängliche Euphorie ist einer tiefen Depression gewichen. Die gerade vor kurzem eingestellte amerikanische Korrespondentin Monika Lewinsky gelingt es, sich alle ihre Tränen im Schoße ihrer männlichen Kollegen auszumachen. Der frühere Wirtschaftsminister Wolfgang Clement hat sich am Fensterkreuz erhängt. An seinem Laptop findet man die Worte: Den Sozialismus in seinem Lauf finden weder Ochs noch Esel. Und dann bricht der Text ab. 1.5. Pünktlich zum Tag der Arbeit erscheint die ehemals auflagenstärkste Zeitung der BRD in einem neuen Bild, die Bild-Rote Fahne. Die Kollegen bzw. die ersten Exemplare sind innerhalb kürzester Stunden vergriffen. Alle 500% gehen zurzeit an den Bundestag, an den Tierpark Berlin und die Zeugen Jehovas. Am 1.8.2011 zieht die Springerbehörde um in ein neues Haus. Sie zieht um vom Springerhaus in eine Vierraumwohnung in Berlin-Marzahn. Das Gerücht, dass sie ursprünglich in dem Kalibknecht-Haus der Linkspartei auf Asyl bitten wollte, wird dementiert. Am 1.9.2011 bitten die Bild-Zeitung, sorry, ich bin raus. Am 1.9. werden zwei Räume dieser Vierraumwohnung untervermietet an ein Rentner-Ehepaar aus Berlin-Marzahn. Am 3.10.2011 stellt die Bild-Zeitung nach mehreren längeren Dahinsiechen ihr Erscheinen ein. Günter Schabowski entschließt sich, als freier Kolumnist zu arbeiten bei den letzten beiden verbliebenen linken Blättern. Das sind die Frankfurter Allgemeine Zeitung und die Passauer Neue Nachrichten. Pünktlich zum Tag der deutschen Eiszeit stellt die Bild-Zeitung ihr Erscheinen ein. Das Grauen hat ein Ende. Ich danke euch. Ja, liebe Herren und Herren, was soll ich sagen? Eine tolle Leistung. Und das hier ohne Manuskript alles im Kopf zu haben, das gelingt eigentlich nur einem, dem Frank Belzin. Frank, mein Lieber, als erstes sagen wir dir ein herzliches Dankeschön. Du bekommst den Orden der Saison. Und dann natürlich die wohlverdiente Ehrenrunde. Herr Kapellmeister, ein Klatschmarsch für unseren Blöd-Reporter Frank Belzin. Ich weiß.